So, das heißt, wir müssen jetzt nach Thousand Rock Needles Ding da. Jupp. Wo ist denn das? Da, Thousand Cuts. Ich bin schon bekloppt. Thousand Cuts heißt das. So. Typ ist hier direkt links. Das erspart uns auf jeden Fall sehr viel Gerinne. Jetzt habe ich da unten ein Schild. Genau. Okay. Platziere Psychotransmitter. Ah, ist das Tower Defense? Oh Gott, ey, jetzt kommt Tower Defense Spiel. Psychotransmitter. Ach, ich denke, den werde ich ganz vorne machen, weil die Psycho sind die Nahkampf-Typen. Genau. So. Platziere die Marauder, die werde ich dann in der Mitte machen. Und das letzte sind die Goliath-Transmitter. Oh, super, wer hätte das gedacht? Ja, der ist hier nämlich hier vorne an der Seite. Dann bin ich sozusagen der Turm. Okay, ich dachte, da wäre noch Erde unter mir. Aber ich bin schneller am Turm jetzt. Auch wenn das mich einiges an Geld gekostet hat. 183.000. 170.000 oder so. Welche Bots? Wo sind die? Also ich hätte hier doch lieber die Goliaths haben sollen, weil die... Ich weiß es ja nicht, vielleicht kommt da noch später mehr, aber ich weiß es nicht. Ich weiß noch eins, das ist toll hier. Tower Defense, yay! Yay! Das macht so Fun wie jedes normale Tower Defense Spiel, aber da sind halt die besten Spiele so gegen Langeweile. Würde ich fast schon sagen, aus dem einfachen Grunde, man macht im Tower Defense Spiel nicht viel, man plant aber strategisch und Strategiespiele sind eigentlich ganz cool. Und ja, eigentlich ist League of Legends auch ein, wie heißt es noch, ein Tower Defense Spiel, aber da ist es ja mehr so, dass die Helden auch mehr, also die Champions, die da mitmachen, sind ja mehr im Einflussbereich da, weil normalerweise Tower Defense sind ja nur die Tower, die du machst und die Minions, die dann halt kommen. Eins, zwei, drei, vier. Oh, da lebt noch einer. Wow, wer hätte das gedacht? Das sind echt alle schon tot. Und wie lange muss ich das jetzt machen? Was? Wow, echt jetzt?
Cool. Jetzt kann ich die nur von hier aus verteidigen oder was? Ja. Gute Frage, ob das irgendwas bringt, wenn ich von hier noch weiter drauf schieße oder doch mehr nach vorne gehen sollte. Okay, das bringt nichts. So, das war's jetzt. Cool. Okay. Hat ja ganz gut geklappt. Und jetzt? Habe ich hier noch Quests? Quests? Irgendwas hier? Ja, und wo ist Opportunity? Wo muss ich da hin? Ich guck mal auf der Karte, wo ich da hin muss. Da muss ich mich auch dahin warpen. Ah, ich muss da über die Brücke bestimmt springen. Oh. Und mir fehlen nur noch 4000. Oh, was ist das denn hier bitte? Ist hier eine Quest? Hyperion Mordauftrag. Okay, machen wir das mal schnell hier so nebenher. Ja, aber bitte nicht mit der Sawblade-Technik, die ist irgendwie blöd. So. Autsch. Mordauftrag Nummer 18. Also das heißt Kopfgeld. Ich habe immer noch in der Hoffnung, wenn ich irgendwas weitermache von denen, dass da irgend so coole Vorschauen wieder kommen, so wie es im ersten Teil war, wenn man da irgendwen besonders umgelegt hat. Dann war dann immer so, keine Ahnung, Vorschau, der erste war ja nein, so irgendwie so, und dann so, der hat irgendwie drei Eier oder sowas. Hoffe immer noch, dass sowas kommt. Der Hyperion Corporation hat einen Job für dich. Okay. Finde ich denn die Banditen? 100 Banditen sollen wir töten. Wo? Ah, okay, nach The Dust. Gut. Und wir müssen welche mit Feuer, bla 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 killen. Okay, ich versuch's mal mit Explosion. So, hier runter, vorsichtig, vorsichtig. Und hier kommen wir nach The Dust. Genau. Da sollen wir auch anscheinend hin. So, reisen. Wir reisen in gewisse Sachen, wo jetzt zum Beispiel auch möglich ist, ein Auto zu haben, reisen wir direkt auch mit dem Auto weiter. Das heißt, ich habe das hier. Oh, ab nach Lynchwood wieder. Oh nein, ey. Hopp. Können die einem nicht anzeigen, hey. Oder weshalb konnten sie diese Quest jetzt nicht auch in Lynchwood machen? Jetzt muss ich nochmal hin. Ah. Jetzt 100 Banditen. Echt jetzt? 100? Oh, ich hoffe, da sind genug hier. Ich hole mal am besten noch ein bisschen Ammo. 100 Banditen sind ja viele. So. Und jetzt? Kommt ihr hier raus? Sind die Banditen?
Ein. Mit Korrosion gekillt. Super. Was ist denn jetzt hier? Muss ich die ganze Map durchsuchen und jetzt überall diese Banditen killen? 10 Laborratten und Tunnelratten auch als Banditen? Kommt mehr her, ey. Ich hab keine Lust. Da. Weak. Ja, komm her, geschützt. Das bringt so nichts. Die wollen irgendwie nicht. Ja. Ja, echt? Glaube ich nicht. Stimmt, finden wir hier vielleicht noch etwas? So eine Mülltonne oder so müssen wir mal gucken. Echt nicht? Was ist, wenn ich doch hergekommen bin, so wie jetzt, und nochmal auf dich zulaufe? So. Wow, jetzt wäre ich hier fast runtergefallen. Komm her. So. So, elektrische Sicherung schon mal rausmachen. Kann man ja vielleicht noch was finden. Oder sich was Schönes looten lassen. Hier. Und hier habt ihr auch eine Granate, damit ihr schön da zusammenkommt. Neuer Kopf verdient. So, stimmt. Mein Ding ist ja weg. Ja, die habe ich es auch gezeichnet. Nämlich die einfach so in deinen Kopf geschossen habe, dass er geplupst ist. Cool. Neues Level. Heißt, wir nehmen noch mehr in diese Kampfwertung. So. Hier haben wir schon alles. Hier ist auch schon auf. Da haben wir noch ein Echo. Oh. Das sind die Kerle, die letzte Woche die Bank ausgeraubt haben. Ich nehme Bargeld. Gut, wir sind eure 10.000. Auf dem Steckbrief steht 20.000. Auf dem Steckbrief steht auch lebendig. Na schön. Dann tu mal nicht so. Du machst immer noch mehr Geld als alle anderen hier in 6 Monaten. Nein, es ist nicht mehr Geld. Es war nur so einfach. Zu einfach. Was ist los mit dir? Nicht genug Ruhm bei den Kriegsreihenhals? Oh, doch. Lebende Ruhm. So, dann gucken wir mal weiter. Finden wir hier zum Beispiel noch ein paar Loks. Wenn wir schon mal die Zeit haben, können wir das hier auch weiter erkunden. Ja, mein Bus, der läuft. Hallo? Komm her. Ja, was soll ich erzählen? Ich muss irgendwas anfangen. Thema.
Was für Serien gucke ich gerne? Yay, Burn Notice ist zum Beispiel eine, die ich sehr gerne geguckt habe, die aber leider nicht mehr läuft. Die lief früher auf Fox. Meistens immer 22 Uhr und das war noch meistens, wo ich dann, glaube ich, am nächsten Tag um fast 3:30 aufstehen musste, weil ich dann zur Arbeit muss. Aber die, für mich an sich hat sich die Serie sehr gelohnt zu gucken, weil ich sie sehr interessant fand. Also von der Handlung her war sie ja quasi okay. Also Standardsache, so das geht um einen Agenten, der wurde halt verbrannt. Also ist der Fachjargon in dem Agententum, wenn er jetzt zum Beispiel das FBI den nicht mehr möchte, da bekommt der Mann ja keine normale Kündigung, Bescheid oder sowas, sondern ne, man entledigt sich meistens ein bisschen von ihm in der Richtung. Und das machen die natürlich nicht so nett mit einem kleinen Dankesredebrief und hier, guck mal, hast du ein Zeugnis, dass du beim FBI warst. Das gibt's natürlich nicht. Wäre ja auch ein bisschen blöd, ne? Wo waren sie früher? Ja, ich habe für das FBI gearbeitet. Weshalb bewerben sie sich jetzt hier? Ach, ich will mal so einen neuen Beruf zeigen. Nein. Deshalb. Und er ist sozusagen ausgebildeter Agent. Also er kennt natürlich die ganzen Kniffe, Tricks etc., die die ganzen Agenten natürlich drauf haben. So Sachen aus ganz normalen Sachen herauszubauen etc. pp. Und das Besondere ist halt, er wird halt in seine alte Stadt sozusagen gebracht und muss jetzt von da aus irgendwie herausfinden, wie es zu dieser Burnout ist, also wieso er verbrannt wurde in der Richtung, wer dahinter steckt und sowas alles muss er halt herausfinden. Und dazu hat er ein paar Kollegen, oder sagen wir mal einen Kollegen, den er direkt hat, der wird gespielt von Bruce Campbell, den kennt man vielleicht aus Evil Dead, also Tanz der Teufel, ein Film, glaube ich, der auf jeden Fall lange Zeit auf der roten Liste war, so dass man das nicht haben durfte. Aber ich weiß es, glaube ich. Ich glaube, in gezensierter Fassung gibt es den. Ich weiß es nicht. Ich bin mir also komplett nicht sicher, ob es diesen, also dass es Evil Dead hier noch gibt. Oh, wir haben hier ein neues Geschichten-Pandora. Dann nehmen wir mal. Das war lustig. Ja, und er versucht jetzt halt mehr herauszufinden, wer ihn da sozusagen verbrannt hat, wieso etc., weil er hat ja nie jemand was Schlimmes getan, außer dass er halt fürs FBI, CIA, also für den Geheimdienst gearbeitet hat und wird halt begleitet von seinem Kollegen Bruce Campbell. Der hat sozusagen noch Kontakt meistens immer zu den FBI an sich, also dem Originalen, und soll immer Informationen da ausliefern. Dafür bezahlen die den halt. Und das sagt er natürlich am Anfang nicht, wie man das kennt, aber irgendwann mal kommt es natürlich raus und dann sagt er, ich musste denen irgendwas geben, weil, ne, die bezahlen mich dafür, ich brauche ja auch Geld etc. Und dann hat der sozusagen, irgendwann mal arbeitet er auch mit dem zusammen, mit den FBI, um zum Beispiel ein paar Sachen aufzudecken, die zum Beispiel schon längere Zeit suchen. Also ein Geben und ein Nehmen in dem Fall da. Okay, scheint wohl, dass die überfahren wurden. So. Und mir gefällt die Serie an sich, weil ich die Charaktere ganz gut finde. Der den Hauptcharakter spielt, tut das sehr gut, sehr glaubenswürdig, als würde er sozusagen selber in das glauben, was er da gerade macht, so in der Richtung. Weil gibt ja genug, die dann einfach nur sozusagen sich ganz normal verhalten. Die ganz normal spielen und sich gar nichts daraus denken. Und ich finde den halt sehr sympathisch. Der bringt das halt ganz gut rüber.
Den hat man, glaube ich, auch in irgendwelchen Filmen gesehen, aber ich weiß nicht. Wow. Ich glaube, ich habe den in irgendeinem Film gesehen und habe gesagt, ey, das ist der Typ. Ah, stimmt. Der ist in, was ist das? Blair Witch Project 2? Oder 3? Ich glaube, in 2. 2 gab es, genau. In Blair Witch Project 2 war der. Da spielt halt der Typ von, der Hauptcharakter von Burn Notice halt mit. So. Und ja, die haben dann halt immer so welche gewissen Sachen und es ist immer so, hey, er tut für andere was, aber der macht dann halt Gefallen, weil er, keine Ahnung, halt so ein netter Freund ist, ne? Wenn der eine irgendwelche Probleme hat, er kennt sich ja in der Szene so Richtung aus. Wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem, oh, was war das? Was war das? Ich glaube diesen Loan Shark, also so welche, die dir Geld leihen und dann das mit 380% wieder haben wollen, so in der Richtung, ne? Die Kredite geben und halt sehr viel Geld dafür verlangen. Und in einer Folge hilft er dem halt und deckt halt mehr auf, weiß, wie er das macht. Meistens genau, weil seine Mutter da irgendwas macht. Weil seine Mutter ist natürlich auch so fürsorglich, etc. alles. Und das Besondere ist halt, oh, was war das nochmal? Ich glaube, der hat irgendein besonderes Auto von seinem Vater geerbt. Und dann kommt auch irgendwann mal der Bruder ins Spiel, der sagt, hey, das Auto gehört mir. Der Dad hat ihm das vererbt, etc. Und dann kommen halt meistens immer Komplikationen, weil zum Beispiel der Bruder hat dann irgendwann mal einen Job, der dann von so einem komischen Banditen angeführt wird, so ein Gefängnis, also Gefängnisboss, ich bin schon bekloppt, so einem, der, ja, sagen wir mal ihn sprichwörtlich Dreck am Stecken hat. Komm, zählt die Tunnelratte auch, bitte zähl, ja, gut. Rotte ich die hier nämlich alle aus. Ja. Ja, und dann gibt es halt diese besonderen Geschichten, die immer so kommen, also die ganzen Aufträge, die er zum Beispiel ab und zu mal positiv, ab und zu mal negativ macht. Und ja, am Anfang, sagen wir mal, zieht er niemanden da so rein, aber irgendwann mal muss er zum Beispiel auch auf die Hilfe von seiner Mutter zum Beispiel hoffen oder irgendwelche anderen, die er sozusagen auf dem Weg kennengelernt hat, gibt es auch so ein paar coole Folgen. Ja, nein, nicht deine Augen. Pfui. So, Feuer frei. Und das ist halt besonders, weil es viele Charaktere sozusagen in der Richtung gibt, die dann mal in der Serie aufgetaucht sind. Und wenn man dann alle Folgen zum Beispiel kennt, dann so, hey, Moment mal, den kenne ich doch, der war doch schon mal da und da zum Beispiel. Und dann taucht er wieder auf und dann freut man sich, weil man vielleicht diesen Charakter gemocht hat und sowas alles. Und allgemein war das sehr schnieke. Moment mal, ist hier oben vielleicht was noch? Kommt man da überhaupt hin? Weil meistens sind die Echos, die hier mit diesen ganzen irgendwas da zu tun haben, irgendwie sehr schwer zugänglich. Ich rieche köstlich. Wieso? Weil du verbrennst? Ja. Okay, habe ich die Granate wieder umsonst geworfen. Boing. Ja, und ich glaube, genau, die lief bis, also ich glaube, es gibt insgesamt 5 Staffeln. Die 5. Staffel spielt dann sozusagen in Washington. Das heißt, er hat es endlich mal geschafft, nach Washington zu kommen. Sozusagen die letzte Hürde. Und ist ja kompletter Wechsel, weil ich glaube, davor spielt es nicht in Malibu, auch nicht in Florida. Also ich glaube, ich spiele in Florida, in irgendeiner Stadt in Florida. So, sagen wir halt mal so. Jetzt weiß ich aber nicht welcher. Das kann ich euch leider jetzt nicht sagen. Oder? Nee. Fällt mir jetzt so aus dem Stand nicht mehr ein. Ich habe auch die Serie lange nicht mehr geguckt, da sie ja nicht mehr läuft. Und wenn sie nicht mehr läuft, kann man ja sehr schnell sehr viele Sachen wieder gucken, ne? Weil die ja täglich im TV, nicht im TV laufen in der Richtung. So, hopp. Weg da von meinem Geschütz. Ich finde, die Laborratten könnten ruhig als 2 Gegner zählen, also 2 Banditen gekillt. So hartnäckig wie die Dinger sind, ey. Da hinter mir bewegt sich auch wieder was. Nein, ich will dir nicht in deine Augen gucken. Geh weg da. Geh weg da, ich will nicht in deine Augen gucken.
Ja. Da war wichtig, dass ich den gekillt habe. Der hat wieder mein Geld. Verbrennen! So. Geht doch. So. Es ist schon dunkel und wir jagen immer noch Banditen. Und in der letzten Staffel spielt das halt in New York oder die letzte mir bekannte. Ich weiß nicht, ob noch mehr gibt. Oh. Ich muss kurz Pause machen. Mein Telefon klingelt. Super.